damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir schreiben den 4. Februar 2023 und das Wetter ist endlich mal wieder etwas gnädig zu uns. Es hat die ganzen letzten Wochen nur geregnet und ja, die Natur braucht Regen, aber hey, wir brauchen auch ein bisschen Sonnenschein für die Seele. Und so lassen es sich meine Frau Katrin und ich heute nicht nehmen, einen kleinen Ausflug zur Halde Rungenberg zu unternehmen. Komm, ich zeige dir, was ich geplant habe. Wir starten, wie immer, in Recklinghausen am Stadthafen und unsere Tour führt uns zunächst entlang an der Emscher bis zur Halde Ruhrwart. Dort fahren wir dann weiter über den Active Linear Park, der sich meiner Meinung nach übrigens wunderbar entwickelt hat, denn dort ist immer was los. Weiter geht's dann rein in die Ressermark. Dort nehmen wir allerdings heute nur die rasante Abfahrt mit, bevor wir uns dann Richtung Erla auf den Weg machen, wo wir uns tatsächlich mit ein paar Straßen rumärgern müssen. Aber ich habe versucht, die Anzahl der Straßen möglichst zu minimieren. Wir passieren die Adenauer Allee in der Nähe von Schloss Berge und sind dann auch eigentlich schon so gut wie an unserem Ziel angekommen, der Halde Rungenberg. Dort werden wir dann einen kleinen Ausweichsnack zu uns nehmen, bevor wir über die Hugo-Trasse runter zur Emscher fahren. Wieso Ausweichsnack, das erkläre ich dir später in diesem Video. An der Emscher entlang fahren wir dann so lange, bis es für uns die Möglichkeit gibt, wieder rüber zum Rhein-Erne-Kanal zu wechseln. Und dann befinden wir uns eigentlich auch schon so gut wie an der Grimberger Sichel. Leider ist der Weg unten am Kanal immer noch gesperrt, warum auch immer, ich konnte es bisher nicht rausfinden, sodass wir einen kleinen Umweg über das Resserwäldchen fahren müssen. Dann geht's rüber zur Papageienbrücke, wo ursprünglich einer unserer Lieblingsbiergärten wartet, aber der ist ja leider noch geschlossen. Naja, und dann geht's am Rhein-Herne-Kanal wieder entlang, bis hier zurück zum Stadthafen, denn der ist am Ende unser Start und Ziel. Die Tour gibt's unten in der Videobeschreibung. Ja, das ist richtig. Hier ist Startziel. Aber ich bin gleichzeitig da. Hier ist Startziel. Das ist doch super. Das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Die Halde Rungenberg ist nicht ganz so weit von uns entfernt und daher eignet sie sich hervorragend für eine entspannte Samstagsrunde. Und außerdem wäre es, wie schon gesagt, doch irgendwie fahrlässig, das gute Wetter eben nicht zu nutzen, oder? Du warst doch sicherlich auch auf Tour. Schreib mir mal in die Kommentare, wo du unterwegs warst. Ich möchte mich kurz mal an einen einzelnen Zuschauer wenden. Du hast uns hier auf dem Stück getroffen und wohl auch erkannt und freundlich gegrüßt. Ich habe zwar freundlich zurückgegrüßt, hätte aber ruhig mal anhalten können, um Hallo zu sagen. Sorry dafür, das war echt keine böse Absicht. Es kommt nämlich nicht so häufig vor, dass mich jemand beim Fahren erkennt und daher war ich etwas irritiert. Grundsätzlich gilt aber für alle, wenn wir uns sehen, sag Hallo, quatsch mal eine Runde oder fahr ein paar Meter. Ich freue mich immer, euch auch persönlich kennenzulernen. Und das ist kein Influencer-Marketing-Gequatsche. Aus dem Alter bin ich echt raus. Die Halde Ruhrwart ist Geschichte, der Active Linear Park ist wie immer gut besucht gewesen und die Ressermark liegt vor uns. Lass uns an der Stelle mal kurz über Zahlen sprechen. Die geplante Tour hat bei Komoot 32 Kilometer und 150 Höhenmeter. Wir müssen dann noch die An- und Abfahrt zum Stadthafen dazurechnen, in unserem Fall sind das ungefähr so 6 Kilometer. Und mit Verfahren und Live-Routenoptimierung hatten wir hinterher 41,38 Kilometer auf dem Tacho und 218 Höhenmeter. Als Durchschnittsgeschwindigkeit hatten wir ungefähr 17,8 km/h, denn wie schon gesagt, entspannte Samstagsrunde. Wie schon gesagt, haben wir bei der Ressermark nur die rasante Abfahrt mitgenommen. Alles andere wäre wieder Uphill gewesen, das sparen wir uns heute mal. Nach ein, zwei Nebenstraßen sind wir dann am Gelsenkirchener Golfclub rausgekommen. Ich wusste offen gesagt nicht, dass hier ein Golfclub ist. Wieder was gelernt. Das ist ein Golfplatz. Da kannst du mit dem Bällchen spielen. Bestimmt der Golfclub. Oh, Berg.
Ja, ja, ja. Ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Diese Frau ist der härteste Sparringspartner, den ich je erlebt habe. Unerbittlich, aber liebevoll. Und diese kleine Steigung hier als Berg zu betiteln, ist auch nicht ganz korrekt. Aber das ist für mich wieder so ein Beispiel zum Thema Ruhrgebiet. Ich hab's ja schon tausendmal erwähnt, ja. Wir fahren jetzt also hier durch die Natur. Auf der rechten Seite hört man schon so ein bisschen die A2. Und wenn uns dieser Trail gleich ausspuckt, dann sind wir zurück mitten im Stadtleben von Gelsenkirchen-Erle. Und das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Was dem Ruhrgebiet vielleicht auch ein bisschen in die Karten spielt, ist die chronische Geldknappheit der Kommunen. So werden aus offiziellen Fuß- und Radwegen schnell mal zugewucherte Trails. Aber ob das jetzt mal so erstrebenswert ist, ich weiß ja nicht. Aber kommen wir mal zurück zu unserer eigentlichen Tour. Die Parkanlagen von Schloss Berge haben wir jetzt hinter uns gelassen. Und der Halde Ruggenberg liegt quasi um die Ecke. Es wird also höchste Zeit, sich langsam um den Ausweichsnack zu kümmern. Ausweichsnack deshalb, weil die Biergärten ja jetzt im Februar noch geschlossen haben. Und seit ich mit meiner Frau auf dem Rad unterwegs bin, weiß ich, die Vorteile eines guten Biergartens durchaus zu schätzen. Also brauchen wir einen Ausweichsnack, den wir oben auf der Halde verzehren können. Im Zweifelsfall reichen uns dazu eine Dose Red Bull und eine Beefy Roll. Und mit dem Proviant an Bord geht es weiter Richtung Zeche Hugo und dann rauf auf die Halde Ruggenberg. Es ist vielleicht von oben ziemlich schön. Die Halde Ruggenberg ist eine rund 115,3 Meter über Normalnull hohe Halde. Sie gehört zur Zeche Hugo und steht in Gelsenkirchen. Als Landmarke sind zwei rostige Scheinwerfer auf dem Gipfel der Halde installiert. Da ist sie wieder. Die E-Bikerin. Weg ist sie. Oben angekommen auf der Halde Ruggenberg. Jetzt habe ich mir eine schlimme Erinnerung. Aber naja, mal gucken. Eine Tasche haben wir noch. Da hinten ist die Oberscholfen. Da ist Red Bull. Wie viel Roll? Das hinten müsste Bur sein, ne? Ja, natürlich ist das Bur. Klar zu erkennen am deutlich weißen Rathaus, das über die Stadt strahlt und zurückdenken lässt an damals, als Gelsenkirchen noch eine reiche Bergbaustadt war, sogar mit eigenem Filmfestival. Aber diese Zeiten sind leider lange schon vorbei. Und nach unserem Snack und dem Sonnenuntergang wird es jetzt langsam Zeit, sich auf den Heimweg zu machen, denn im Februar wird es nach wie vor relativ flott dunkel. Und ja, wir haben natürlich Lampen dabei, aber Spaß macht es tatsächlich trotzdem nicht so richtig. Auf geht's zur Hugo-Trasse. Wir fahren jetzt einfach da runter, wo wir hochgekommen sind. Down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. It's like when
baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around, wow. So where do we go when everything feels like it just Nordsee. Ja, Nordsee. Wir sind noch auf der Hugo-Trasse und nähern uns jetzt langsam der Emscher. Und wenn ich richtig informiert bin, kann man die Hugo-Trasse mittlerweile auch wieder komplett fahren, denn alle Baustellen sind abgeschlossen. Nagel mich auf die Aussage aber bitte nicht fest, denn wer weiß schon, was hier wieder so geplant ist. Unser Weg führt uns jetzt noch weiter bis zur Münsterstraße, die wir über den offiziellen Verkehrsüberweg überqueren, um dann rüber zu gehen zum Rhein-Herne-Kanal. Dort wird es dann auch höchste Zeit, die Lampen aufzusatteln, denn wie ich schon gesagt habe, es wird auch im Februar noch relativ flott dunkel. Und Dunkelheit mögen weder GoPro noch wir. An dieser Stelle ein kurzer und kleiner Appell. Wenn du abends unterwegs bist und schwarz ist deine Farbe, coole Sache. Aber bitte, tu uns beiden einen Gefallen und nimm irgendwas mit, was reflektiert. Wer eine Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich bin auch so ein Typ mit schwarzen Klamotten und wenig Reflexionsfläche. Aber es ist echt gefährlich. Besonders hier, wenn es irgendwie komplett duster ist und man niemanden sieht, der mit dem Hund unterwegs ist. Lass irgendwas blinken und sichere so unser beider Gesundheit. Ich gebe mir auch Mühe, das für mich zu berücksichtigen. Ah, oh. Und dann sind wir auch schon an der Grimberger Sichel angekommen und von hier aus ist es ja nicht mehr so weit. Ärgerlich nur, dass der Radweg am Kanal immer noch gesperrt ist. Warum das so ist, konnte ich bis heute noch nicht herausfinden. Vielleicht weißt du ja mehr und kannst es mir freundlicherweise unten in die Kommentare schreiben. Bitte verzeih mir diesen subtilen Versuch, meine Kommentarspalte zu füllen. Aber es würde mich echt interessieren. Man muss dann halt durchs Reservellchen fahren, was jetzt auch nicht so schlimm ist, aber ich würde einfach gerne wieder am Kanal entlang fahren. Besonders im Sommer, aber dazu später mehr. Im Sommer vermutlich. Wir haben jetzt auch mittlerweile die Papageienbrücke überquert und sind jetzt wieder auf der rechten Seite des Rhein-Herne-Kanals in Fahrtrichtung Osten, also zum Stadthafen. Und weil ich meine Sigma Buster 2000 Helmlampe nicht auf dem Kopf habe, sind die Aufnahmen jetzt ein bisschen dunkel. Aber die Busch und Müller Xon Space gibt alles und so richtig viel passiert hier ja jetzt auch nicht mehr. Deshalb würde ich an dieser Stelle schon mal ganz gerne mit dem Abschiedsritual beginnen, die ich noch einmal dazu auffordern, aufgrund der gesteigerten Videozeit den Hashtag Ausdauerzuschauer in die Kommentare zu schreiben. Natürlich würde mich, wie gesagt, schon interessieren, wo du am Wochenende unterwegs warst oder ob du unterwegs warst oder warum nicht. Und dann schleichen wir uns noch unter der sanierungsbedürftigen A43-Brücke hindurch, die jetzt auch unten immerhin beleuchtet ist, bevor wir dann wieder glücklich und zufrieden am Stadthafen ankommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ein Like und ein Abo sind der stille Applaus der Community für den Creator. Und ich verabschiede mich mit dem Ruhrpott-typischen Glück auf bei dir.